Hi Leute, hier ist wieder euer Sawgrad 700 von G&B und heute jetzt stelle ich euch das neue DLC für GTA 5 vor, Executives and Other Criminals. Also zu Beginn möchte ich euch noch sagen, dass wahrscheinlich ein zweites Video rauskommt, wo ich dann die Waffen und die Fahrzeuge vorstelle. In diesem Video erkläre ich mal, mache ich mal eine Übersicht und stell die Luxusjacht und die neuen Häuser vor. Also zur Übersicht, es gibt zwei neue Gruppen, einmal die VIPs und dann die Leibwächter, die VIPs beschützen. Diese verdienen natürlich GTA-Dollar und RP, wenn sie VIPs beschützen, weil sonst wird sich das ja alles nichts bringen. Die VIPs haben außerdem eigene Coop-Jobs und Herausforderungen, und in verschiedenen Modi können eben solche Organisationen, also ein VIP und mit mehreren Leibwächtern, können diese verschiedene Missionen spielen, und dabei kommen eben die neuen Verteidigungssysteme zum Einsatz, also zum Beispiel eine Limousine mit Geschütz am Dach, aber dazu im nächsten Video dann mehr. Ich werde das natürlich in die Videobeschreibung verlinken. Und ja, fangen wir mal an mit der Superjacht. Ich habe sie mir persönlich noch nicht gekauft, also werde ich sie mir mal kaufen. Die Luxusjacht findet ihr unter Doctees und dann hier oben auf diesem Bild müsst ihr draufklicken und dann stellen sie sich eine eigene Luxusjacht zusammen. Dann gibt es verschiedene Modelle, je nachdem, also das Orion ist wahrscheinlich die originale, also die Standardjacht. Die hat noch keine so Extras, einen Hubschrauberlandeplatz, ein Shih Tzu Tropic und Speedofils Sea. Dann gibt es noch die Pisces, die hat schon zwei Hubschrauberlandeplätze, Whirlpool, Buckingham Swift, Gaswiller, schon mehr. Und ich werde mir wahrscheinlich die Aquarius holen. Ja. So, dann kann man natürlich alles eigens zusammenstellen. Nice. Ich würde sagen, schwierige Entscheidung. Ich würde sagen, wir nehmen diese normale. Dann kann man auch die Farben einstellen. Da hätte ich vor, eine weiße zu nehmen. Ich werde eine weiße Yacht nehmen. Oder nein. Standardfaktor gefällt mir nicht so. Dann natürlich mit einer Österreich-Flagge. Namen. Ja. Für alle, die es noch nicht wissen, mein Spitzname ist Cindy. So, ich würde sagen, das werden wir kaufen.
So. So, das war's. Ist das Churchill's Wasser? Wasser oder Luft? Dann werden wir wahrscheinlich einmal einen Helikopter brauchen. Egal, nehmen wir einen Standard-Heli. Bussard. So, ein Captain rufen wir auch gleich an. Brendan hier, Captain of the ship. Ah, nice! Kann man einen Helikopter und so anfordern. Aber wir haben ja unseren eigenen. Ah, da ist ja schon unser Baby. So, dann schauen wir mal, was wir da machen können. Also ich persönlich finde es ja nice. Also diese Yacht, schon nice. Also Rockstar überlegt sich wirklich was für die Spieler machen. Sogar mit Whirlpool. Geile Sache. Hier ist der neue Helikopter, aber den werde ich im Video noch in dem nächsten Video vorstellen. Kann sogar fahren. Okay. Also ich persönlich finde diese Yacht extremstens geil. Kommt man darauf? Vielleicht.
rauf auch? Ich glaube nicht. So, ich hätte gesagt, das war's einmal von der Luxusjacht. Im Großen und Ganzen, glaube ich. Haben wir was vergessen? Nice, sogar der Anker ist das gut. Ah ja, die Boote haben wir noch nicht gesehen. Sind ja auch dabei. Also ein bisschen teuer ist die Yacht schon, finde ich. Weil so besonders ist dann auch wieder nicht. Aber ja. Zum Freunde abhängen und so. Sicher leibend. Oder wenn man die Polizei am Hals hat. Sicher keine schlechte Idee. So. Werden wir gleich einmal. Dann zeige ich euch gleich einmal die neuen Apartments, die es gibt. Weil die haben ja alle eine Designausstattung. Dann gibt es auch neue die Stelzenhäuser. Das sind diese Häuser, die auf solchen Stelzen da stehen. Also die Häuser, die in der Story haben, da Franklin und der Michael so eins niedergerissen, weil sie eben glaubt haben, dass da der Tennislehrer von seiner Frau, von Michael seiner Frau drin wohnt. Ja. Ich werde mir sicher noch ein paar gönnen. Schade, dass ich euch das die Innenausstattung nicht zeigen kann. Aber in den nächsten Videos werdet ihr es wahrscheinlich dann sehen, wenn ich noch weitere GTA-Videos mache. Und ja, das war's eigentlich einmal. Wenn ihr noch Bock habt, könnt ihr euch das zweite Video auch anschauen. Okay. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert unseren Channel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.